Heute geht es in eine der schönsten Städte Europas. Ja, eine Metropole an der Moldau. Und damit willkommen im Flugsimulator für die Xbox. Es gibt eine Menge zu besprechen rund um das Thema Fliegerei auf der Konsole. Und das verpacken wir wie immer in einen kleinen Kurztrip. Heute von Hamburg in die tschechische Hauptstadt Prag. Wir springen direkt in unser heutiges Fluggerät, die Pilatus PC-12, hier im Flugsimulator vom Hersteller Carenado. Eine Turbopropellermaschine, die ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr aus meinem Hangar gezogen habe. Ja, Grund dafür einfach diverse Updates auf der Konsole, neue Features, neue Flugzeuge, neue Systemtiefe. Aber heute ist es wieder Zeit für die Pilatus PC-12, gerade jetzt, wo Carenado doch ein bisschen einsichtiger ist und diverse Updates für die Konsole, für die Flugzeuge hinausbringt. Ich persönlich hatte in der Vergangenheit jetzt mit der Pilatus nicht nennenswerte Probleme. Einzig vielleicht das Idle-Problem, also dass die Maschine im Leerlauf im Prinzip einfach zu viel Kraft hat, zu viel Schub hat und man immer wieder anbremsen muss. Das ist eine Sache, ja, das wird jetzt mit den nächsten Updates behoben, hat Carenado definitiv bestätigt. Aber apropos bestätigt, Freunde, die Piper PA-28 Archer 2 ist angekündigt und soll in den ersten Tagen jetzt im Januar erscheinen, ganz offiziell ein Flugzeug, meine Güte. Also ich habe schon immer neidisch die letzten Jahre geguckt auf die Just Flight Variante der Piper PA-28, mit der wurden wir auf der Xbox leider noch nicht gesegnet. Aber jetzt von Carenado, wie gesagt, die Archer 2, schaut euch dazu gerne schon mal den einen oder anderen Screenshot an. Es ist eine unfassbar hohe Texturqualität. Aber das sind wir im Prinzip aus dem Hause Carenado ja auch gewohnt. Im Prinzip optisch kann man zu den Flugzeugen überhaupt nichts sagen. Von der Systemseite aus, ja, müssen wir dann einfach nochmal sehen. Ich hoffe einfach, dass simpler Autopilot an Bord ist, zumindest ein Zweiachs-Autopilot, dass ich das Heading oder die Höhe halten kann. Ansonsten, ja, auch nicht so schlimm. Ich habe ja meinen Velocity One Flightstick, mit dem lässt es sich dann auch wunderbar so eine kleine GA-Maschine auch austrimmen. Was ist eigentlich Systemtiefe bei Flugzeugen, Fluggeräten hier im Flugsimulator? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir auf der Konsole können ja mittlerweile auch ganz gut vergleichen. Wir haben die Cessna 414, ein Flugzeug, ja, was mit einer gewissen Systemtiefe angepriesen wird, wo ich die Kabinentemperatur regulieren kann, wo ich Sonnenblenden runterziehen kann, wo ich Türen und Fenster manuell verriegeln muss. Ja, ich kann dort auch keine Sicherungen ziehen. Komme ich denn auch ohne diese kleinen Features zurecht? Macht es mir trotzdem am Ende des Tages Spaß, wenn ich das ein oder andere Feature nicht habe? Das wird sich dann in den nächsten Tagen definitiv zeigen. Gezeigt hat sich jetzt auf jeden Fall im Xbox Marktplatz vergangene Woche ein Carenado Sale, also reduzierte Maschinen, M20 Air Ovation, und die PA-28, die ältere Variante. Die Pilatus ist leider nicht dabei, auch nicht die V35B. Aber immerhin, reduzierter Preis. Schaut es euch mal an. Gegebenenfalls ist ja was für euch dabei. Beim Durchstöbern im Marktplatz bin ich auch auf die neue A318 von LVFR gestoßen. Ja, ein neuer Airbus, ähnlich wie der A319 und A321. Wie gesagt, aus dem Hause LVFR. Dazu gibt es für den A319 auf meinem Kanal auch ein paar Videos mit schönen Wingviews und dem einen oder anderen Trip auf der Mittelstrecke. Keine schlechten Flugzeuge. Man darf nur nicht vergessen, unter der Haube werkelt immer noch der Default Asobo Airbus A320. Also mehr könnt ihr damit auch einfach nicht machen, aber auch nicht weniger. Die Texturqualität wurde etwas angehoben, das Außenmodell etwas verändert. Ob sich das jetzt lohnt, den Preis nochmal den Aufpreis zu bezahlen für eine 318-Variante, wenn ihr gegebenenfalls schon die 319 im Hangar stehen habt, müsst ihr selber wissen. Für mich wäre es jetzt allerdings nichts. Erst recht nicht, weil wir seit dem letzten großen Update auf der Konsole den A310 haben, ein Study-Level-Airliner. Was soll man da noch mit einem A319, A318? Soll nicht böse gemeint sein, es gibt sicherlich auch Liebhaber für die Maschinen, aber der A310... Meine Güte, ich weiß nicht, ob ich da nochmal zurück kann auf die, wie gesagt, Standard Asobo Airbus Modelle. Ja, zum A310 gibt es natürlich auch eine Neuigkeit im Marktplatz. Neue Liveries sind erschienen, also Lackierungen.
Unter anderem die EasyJet-Lackierung hatte ich mir dann auch mal angeguckt in dem Video. Ah, so lala. EasyJet passt natürlich nicht so ganz auf so ein A310. Gab es wahrscheinlich auch nie in dieser Livery. Allerdings auch viele ältere klassische Liveries, die dann wiederum, ja, so eine alte Lufthansa und so weiter, das ist dann schon ja, irgendwo passend, würde ich sagen. Aber EasyJet eher nicht. Ich habe sowieso das Gefühl, beziehungsweise die leichte Vorahnung, dass dann Anfang Mitte März mit dem WASM-Update dann plötzlich so eine PMDG oder ein Phoenix erscheint und wir haben jetzt dann vorschnell Geld im Prinzip umsonst für drittklassige Flugzeuge ausgegeben. Deswegen immer Vorsicht beim Kauf im Marktplatz. Oberstes Gebot auf der Konsole, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, vielleicht habt ihr das letzte Woche auch mitbekommen, im Marktplatz die Updates. Eine Corvette ist erschienen, ein Auto, ja, kein Flugzeug, mit dem ihr jetzt um die Welt fahren könnt. Ist ganz nett ausdesignt, ist auch relativ günstig. Gut, die Bewertungen sprechen für sich, aber wenn man einfach mal ein bisschen Spaß haben möchte. Ich habe sie mir gegönnt, fragt mich nicht wieso. Mein 6-jähriger Junge hat unheimlich Freude daran, mit der Kamera durch die Welt im Flugsimulator zu fliegen. Und jetzt kann er das auch in einem Auto hin und wieder mal tun. Flugzeuge sind ihm dann doch noch ein bisschen zu kompliziert. Ich finde es eine ganz nette Idee, ähnlich auch wie die Schiffe. Im Flugsimulator, wieso nicht, ist ja sowieso eher ein nicht ernstzunehmendes Gimmick. Ja, mich erreichen leider immer noch Nachrichten über die, wie gesagt, sehr verwaschenen Bodentexturen hier im Flugsimulator. Ihr seht, hier ist es nicht der Fall. Ich spiele die Beta, die mittlerweile ihr drittes oder sogar viertes Update erhalten hat. Ja, wartet noch ein paar Tage ab, solltet ihr die Beta nicht installiert haben. Das sogenannte Downgrade auf der Xbox, der Fehler, der die Bodentexturen ja, verwäscht, einfach in schlechter Auflösung darstellt, wird, wie gesagt, Mitte, Ende Januar behoben, ganz offiziell mit dem Avionics-Update. Wie gesagt, das hier ist die aktuelle Beta und die Texturen sind, ja, Gott sei Dank wieder gestochen scharf. Dennoch kann es sein, gerade auf der Konsole, auch unabhängig von der Tageszeit, dass das eine oder andere Städtchen nicht so gut aussieht. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Spiel, wo die Landschaft übers Internet gestreamt wird. Ich kann da immer nur empfehlen, immer mal den Rolling Cage im Optionsmenü zu leeren, beziehungsweise den reservierten Speicherplatz auf der Konsole komplett zu löschen. Das ist die Vorstufe vom Deinstallieren des Flugsimulators. Es ist aber kein Deinstallieren. Ihr müsst, wie gesagt, eure Addons nur wieder neu aufsetzen und das ein oder andere in der Kamera umstellen. Die Kameraperspektiven werden leider dann verworfen, sind also dann nicht mehr da. Aber ansonsten bleibt es bei den Optionen, bei den üblichen Einstellungen. Ja, und das hilft, wie gesagt, wahre Wunder. Meistens hat man danach wirklich wieder einen sehr, sehr ansehnlichen Flugsimulator. Und es kommt ja auch immer und immer mehr. Ich sagte es in einem meiner letzten Videos schon, 2023, das wird genau unser Jahr werden. Wie gesagt, mit dem WASM-Update. Ja, was ist das eigentlich? WASM, was kann man damit anfangen? Im Prinzip ist das, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Einschränkung, die es so vorher auf der Konsole noch nie gegeben hat, die man im Prinzip aufhebt und damit ja, die Entwickler im Prinzip völlig neue Wege gehen können. Stichwort Auslagerung von Karten, Systemtiefe, nie vorher dagewesene Add-ons, beispielsweise das GSX, der Ground Service. GSX ist ein sehr kompliziertes Add-on, auch auf dem PC. Könnt ihr euch dazu auch gerne mal das ein oder andere Video angucken. Und ich vermute es einfach mal, offiziell ist es natürlich nicht bestätigt, dass dann auch sowas kommen kann. Insbesondere dann natürlich auch so ein Phoenix oder eine PMDG, die einfach komplett anders aufgebaut sind, auch auf dem PC, als beispielsweise die Standardflugzeuge. Ja, und diese, ja, Entkopplung von irgendwelchen Einschränkungen fallen dann im Prinzip hinten runter. Und ja, das ist am Ende des Tages dann WASM. Wie gesagt, Angaben ohne Gewähr, wenn ich es auch alles richtig verstanden habe, verbessert mich da wirklich gerne in den Kommentaren, dient ja auch meinem Wissensfluss, aber wichtig ist für uns dann auf der Konsole, dass wir im Prinzip neue Features haben, neue funktionierende Flugzeuge, mehr Systemtiefe und ja, dann ist mir auch am Ende des Tages egal, wie so ein Update heißt, Hauptsache es sieht gut aus, funktioniert und macht Spaß. Wir sind langsam aber sicher in unserer Arrival hier auf den Flughafen in Prag angekommen. Ist ja wirklich nur ein kurzer Hüpfer von Hamburg aus, keine Stunde in der Luft gewesen.
Ja, wenn wir uns hier die Bodentexturen angucken, wenn wir uns die Landschaft angucken, kann ich euch nur sagen, Freunde, ich freue mich wie ein kleines Kind auf die neue Piper von Carenado, um wie gesagt die Landschaft hier dann auch mal wieder in geringerer Flughöhe zu erkunden. Diese Maschine wird, wie schon am Anfang des Videos sagte, ein absoluter Pflichtkauf werden und die werde ich natürlich hier auch in Videoform ganz, ganz ausführlich testen mit dem einen oder anderen Flug. Seid darauf auf jeden Fall gespannt. Apropos Video und YouTube und Hochladen und wie machst du das alles, steht immer häufiger in den Kommentaren. Ja, Freunde, eure Xbox hat eine Aufnahmefunktion von Spieleclips. Im Prinzip ist es ganz, ganz, ganz simpel. 4 Minuten lang in 1080p. Das hier ist ein Flug von A nach B, der im Prinzip 16 Clips lang war. Ich mag das Ganze sowieso immer ganz gerne abkürzen. Das Ganze lade ich über meinen Account ins Xbox-Netzwerk hoch. Dort lade ich es dann wieder auf mein Smartphone oder mein Tablet runter. Hinein in ein Schneideprogramm. Das Schneideprogramm heißt übrigens U-Cut. Ja, und am Ende kommt dann sowas hier raus. Anfangs war das auch nur geplant, im Prinzip für meine eigene Bibliothek, mal den einen oder anderen Flug mir mal wieder anzugucken, Fehler auszubessern, wo bist du da lang geflogen? Wie gesagt, das ganze Ding hier, der Flugsimulator, sieht ja auch wirklich sehr, sehr gut aus. Und warum dann die ganze Geschichte nicht auch einfach mal aufzeichnen? So, Freunde, willkommen im Endanflug hier auf dem Flugplatz in Prag. Wir überqueren jetzt noch die Moldau. In wenigen Minuten geht der Autopilot aus. Und ich versuche mich mal wieder an einer guten Landung mit dem Velocity One Flightstick zu meiner Rechten hier bei absoluter Windstille. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen bis hierher. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein für die neuesten Entwicklungen des virtuellen Fliegens auf der Konsole hier auf eurem Kanal Xbox Aviation.